Morgen bekommen Sie noch Karl 1 und Sixpence auf die Hand zum Ausgeben. Auch gut. Naja, sagen wir 5 Pence und einen halben Penny auf die Hand. Einen schönen guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Millie. Ihre Zeitung, Sir. Oh, danke, danke. Das war vielleicht wieder eine Sturmflut. Jedes Jahr das Gleiche. Immer um diese Jahreszeit. Schlechte Nachrichten von der Küste, Sir? Na, wie man's nimmt. Die Sturmflut hat ein paar Häuser ganz kräftig durchgeschüttet. Ja, je schneller die Uferanlagen dort wieder befestigt sind, desto eher sind die Leute wieder beruhigt, nicht wahr? Ganz recht, so ist es. Jetzt kann ich aber mit guten Nachrichten aus der Küche rechnen, was die Flut meiner Würstchen betrifft. Hä? Es gibt keine Würstchen, Sir, sondern Eier. Oh, Sie haben doch nicht vergessen, welcher Tag heute ist? Montag. Heute ist Mrs. Mellabys Tag, Sir. Und es gibt immer Eier an Mrs. Mellabys Tag, weil es leicht geht. Danke, Millie. Was denn nur für mich? Ach, die Kinder wollten heute so gerne im Kinderzimmer frühstücken, Sir. Heute schon wieder? Die Köchin ist damit einverstanden, vorausgesetzt, dass die Kinder ihr schmutziges Frühstücksgeschirr selbst wegräumen. Was ist so aufregend daran, gekochte Eier im Kinderzimmer zu essen? Ach, wenn ich das wüsste, Sir, dann wüsste ich vielleicht auch, was so aufregend daran ist, 24 Stunden am Tag da oben zu verbringen. Leider habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Nicht an Mrs. Mellabys Tag. Oh, ich muss mich beeilen. Beeil dich doch ein bisschen, Spellbush. Wir haben nicht so viel Zeit. Es würde viel Zeit sparen, wenn du uns das überlassen würdest. Mein lieber junger Mann, der Tag, an dem ich nicht mehr in der Lage bin, meine eigene Scheibe Toast in mein Frühstückseigelb zu saugen. Unsere Scheibe Toast, Spellbush, und unser Frühstücksei. Schon ja. Gut. Dieser Tag wird der sein, an dem ich mich jeder Verantwortung entziehe. So, ich glaube, das genügt. No. Ich helfe dir, warte. Ich schaffe das schon. Ein Messer. Hier. Sehr witzig. Danke, Rebecca. Fistfremd. Danke. Wie ist es? Ehrlich gesagt, viel zu kalt. Bei der Zeit, die er sich genommen hat, wundert mich das überhaupt nicht. In Lilliput gab es sogar mal Krieg. Wegen gekochter Eier. Es gab was? Einen Krieg. Wegen gekochter Eier? So etwas Lächerliches habe ich noch nie gehört. Doch, es stimmt. Ach was, das hat er erfunden. Er erfindet immer solche Lügenmärchen. Das ist keine Erfindung von ihm. Er hat es mir vorgelesen aus einem Buch. Es stimmt, ich werde es euch vorlesen. Ich spar dir die Mühe. Der Umstand, dass dieser notorische Schwindler Gulliver es aufgeschrieben hat, macht es noch lange nicht wahr. Im Gegenteil, würde ich sagen. Jetzt verstehe ich endlich, warum Riesen Riesen sind. Sie müssen so unglaublich groß sein, um so unglaublich große Lügen verbreiten. Es ist bestimmt die Wahrheit. Die volle Wahrheit. Gulliver hat es genauso wenig erfunden wie ich. Die Streitfrage in dem Krieg war, wo soll man ein Ei aufschlagen? Vielleicht am runden Ende oder ist es besser am spitzen? Ach, bitte entschuldigt, meine lieben Kinder, aber das ist doch reiner Unsinn. Reiner Unsinn. Lilliput hat eine Zivilisation, die wer weiß, wie viele Jahrhunderte alt ist. Hunderte von Jahren? Ja. Unsere Weltanschauung basiert auf den Lehren von ungezählten weisen Männern. Und Philosophen. Und Philosophen. Wir wären doch nicht so kindisch, nur wegen dieser albernen Frage, wie öffnet man ein Ei, unseren Kopf zu verlieren? Einfach unmöglich. Es gab mal einen Bürgerkrieg, nicht wahr? Da ging es um eine sehr ernste Sache. Nicht um die Frage, wie man ein Ei öffnen soll. Aber natürlich nicht. Es ging darum, wie man eine Orange korrekt aufschneidet. Ganz recht. Und die korrekte Methode ist natürlich von oben nach unten. Nein, nein, nein. Du hast das wie immer falsch verstanden, Fistfremd. Man schneidet eine Orange quer auf. Von oben nach unten. Ich weiß das. Schließlich hat mein Ur-Urgroßvater in der Schlacht am Jaffa-Berg ein Bein verloren. Mein Ur-Urgroßvater hat, nur damit du das weißt, Fistram, ein Auge bei der Attacke auf das Mandarinenfeld verloren. Man schneidet eine Orange quer auf. Von oben nach unten. Quer, sage ich. Von oben nach unten. Willst du etwa sagen, mein Ur-Urgroßvater hätte sein Bein für nichts und wieder nichts verloren? Ich
quer durch, ohne mit zu etwa behaupten, dass mein Urgroßvater ein Lügner war. Ja, wollt ihr wohl aufhören. Wenn ich rekapituliere, was ich in der Schule gelernt habe, dann hat dieser Krieg überhaupt nichts mit Orangen zu tun gehabt. Es war ein Streit um die fundamentale Frage, wie schält man einen Apfel? Es ging damals ums Apfelschälen. So habe ich's gelernt und so steht's auch in den Geschichten. Sind wir zwei immer noch am Frühstückstisch? Wir sind gleich soweit, Millie. Wir schicken alles runter, wenn wir fertig sind. Also nun sehe sich doch mal einer dieses frische Tischtuch an. Überall Toastkrümel und diese vielen Eigelbflecken. Man sollte nicht glauben, dass hier zwei wohlerzogene Kinder gefrühstückt haben. Sieht eher nach einer Bande heidnischer Wilde aus einem fernen Land, aus die es nicht besser wissen können. Wir räumen alles auf, Millie, bestimmt. Das will ich euch auch geraten haben. Wenigstens ein Trost habe ich. Heute ist Mrs. Mellabys Tag und da kommt das Tischtuch gleich wieder in die richtigen Hände. Also, seht jetzt gefälligst zu, dass ihr mit dem Frühstück fertig werdet. Und dann dürft ihr euch mal nützlich machen und eine Besorgung für mich erledigen. Oh. Wo ist Fistram? Oh, Fistram. Wieso ist in dem Behälter denn Milch? So was denn bei Milch? Morgen, Millie. Morgen, Mrs. Mellaby. Was macht das Wasser? Ich glaube, es kocht gleich. Oh, na dann an die Arbeit. Zuerst werden wir die weiße und dann die bunte nehmen. Ah, wunderbar. Also dann. Hey, etwas vorsichtiger! Und nicht so schaukeln! Das ist ja schlimmer als ein Orkan auf hoher See. Wollen wir uns umbringen? Wir sind da. Sie können aussteigen. Wir sind da. Steig aus. Nun mach schon, gib mir deine Hand. Wo sind wir, Schwester? In der Victoria Street. Wonach sieht es hier denn sonst aus? Das weiß ich doch nicht. Ich komme mir vor wie im schwarzen Loch von Kalkutta. Ich kann nicht sehen durch diese dunklen Gläser. Wie willst du sonst das Haus der Gastendens bespitzeln? Ich hab gedacht, du willst deinen Blinden spielen, aber nicht wirklich einer werden. Ich werde das schon machen, Sir. Ich muss nur erst die Orientierung wiederfinden. So, du verschwindest jetzt besser, Schwester, bevor dich noch einer von ihnen sieht. Oh! Danke, meine Dame. Sagen Sie, Ma'am, alles in Ordnung mit dem alten Herrn? Er ist genauso, wie er immer ist. Ein trauriges Schicksal, sein Augenlicht zu verlieren. Es ist noch trauriger, wenn man seinen Verstand obendrein verliert. Aber ihm bleibt die Hoffnung aufs Armenhaus. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nach Hause bringen könnten. Wir senken! Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Montagswäsche wird von Woche zu Woche mehr. Gewiss, da stimme ich mit dir überein, Millie. Aber wenn die Wäscheberge auch größer werden, irgendjemand scheint hier kleiner zu werden. Wem gehören denn diese Wäschestücke? Das da sind Puppensachen von Miss Philippa, das wundert mich nicht. Ich nehme an, sie hat sie einfach zur schmutzigen Wäsche getan. Ich wusste gar nicht, dass ich Puppen so bekleckern kann. Dieses Ding hier ist topfnass. Ich wette, das ist Milch. Das ist doch nichts Besonderes. Ich habe neulich Puppensachen ausgewaschen, die über und über mit rosa Wackelpudding geklebt waren. Schrecklich. Bei diesem Zeug muss man wer weiß wie oft spülen. Bleib unten! Wie oft soll ich das denn noch wiederholen? Wenn dieses Kind noch einmal, wie oft soll ich denn das noch wiederholen, zu mir sagt, nur noch ein einziges Mal, dann zwicke ich es in die Waden, bis es weint. Erzähl mir nichts von diesem Kind. Erst gestern musste ich den ganzen Nachmittag über im Wintergarten mit ihr Schule spielen. Da hattest du aber Glück, Spellbusch. Ich habe mit ihr Krankenhaus spielen müssen. Schule? Ich saß mit drei kleinen Puppen am Tisch und sie hat das Vierer einmal eins abgefragt. Ich hab's mindestens 100 Mal aufgesagt. Dann kannst du's jetzt wenigstens. Was ist das gegen Krankenhaus spielen? Sie war die Krankenschwester und die Puppen und ich waren Patienten. Sie legte eine der Puppen und mich in ein Bett. Ihr Kopf war locker.
und ist zweimal abgefallen. Und welche Krankheit sollst du gehabt haben? Sie verordnete mir Masern, damit sie mir Tintenklecks ins Gesicht malen konnte. Oh, Spellbusch, können wir nicht doch noch einen Versuch machen, nach Hause zu kommen? Ja, warum denn nicht? Weil wir nicht nach Hause kommen. Wir haben es doch versucht. Dann müssen wir es noch einmal versuchen. Ja, bravo. Das ist völlig unmöglich. Wir haben so viel Chancen, nach Hause zu kommen, wie ein Wetterfrosch im Marmeladenglas. Was schlägst du denn vor, Brelka? Wieso soll ich was vorschlagen? Du bist doch unser Anführer. Etwas aufdenken ist nicht unsere Sache. Das überlassen wir dir. Angenommen, ich täte es. Und angenommen, wir würden wieder zurückkommen. Könnt ihr euch vorstellen, was ich Ihnen sagen soll, den Herren von der Lilliputanischen Geografischen Gesellschaft? Erzählen Sie uns von Ihren Abenteuern, Spellbusch Freelock. Beschreiben Sie uns all die gefahrvollen Dinge, die Sie gesehen haben hinter den Ozeanen. Tut mir leid, meine Herren. Was kann ich Ihnen schon erzählen? Ich habe die meiste Zeit in einem Einkaufskorb verbracht, den rechten Fuß in einer Pflaume. Oh nein, nun seht euch das mal an. Alles ist mattscheußlich. Wisst ihr, sehr bequem ist diese Ananas auch nicht gerade. Weiß eigentlich einer, warum wir stehen geblieben sind? Sie haben gesagt, nach dem Gemüseladen gehen wir sofort nach Hause. Sie haben angehalten, damit Sie die Musik hören können. Ich höre keine Musik. Vorhin habe ich sie gehört. Ich höre auch keine. Die Musik kam aus einem Kasten, an dem ein Mann gekurbelt hat. Er hatte einen großen Gorilla auf dem Arm. Einen Gorilla? Ah! Oh, ist der nicht süß? Können Sie denn nicht etwas mehr Rücksicht nehmen? Das ist wirklich wunderbar. Oh, tut das weh. Was ist? Was haben Sie vor? Warum haben Sie uns abgestellt? Ich sehe noch mal nach. Ich fürchte, ihr werdet es mir nicht glauben. Aber sie sind dabei, den Gorilla zu streicheln. Sie streicheln ihn? Danke, auf Wiedersehen. Streichhölzer! Alles in Ordnung mit mir? Ich glaube schon. Wir möchten bitte zu Protokoll geben, dass wir die Schuld an diesem bedauerlichen und unnötigen Zwischenfall ganz allein euch anlassen. Ganz allein euch? In vollem Umfang, ja. Sie haben es gut überstanden. Fistrap, würdest du wohl mit dem dummen Klopfen aufhören? Ich klopfe nicht, Spellbusch. Werd doch still. Was? Was glaubst du, hat Minzin jetzt schon wieder vor? Uns in die Finger zu kriegen, natürlich. Wie üblich. Ihr zwei, sind da die Sachen drin, die ihr einkaufen solltet? Ja, Millie. Na, dann bringt sie doch endlich rein. Die Köchin ist schon ganz aus dem Häuschen. Sie wartet auf die Ananas für ihre Obsttörtchen. Ach, diese Kinder. Sofort, verlass dich auf uns. Na gut, und trödelt nicht. Die übrigen Früchte können hier bleiben, bis ich Zeit habe, mich darum zu kümmern. Ich stecke bis zum Hals in der großen Wäsche und euer Großvater hat mir noch nicht seine Hemden gegeben. Bleibt, wo ihr seid. Also geht schon. Worauf wartet ihr denn? Hier ist die Ananas. Ich bringe sie sofort zur Köchin in die Küche. Ihr könnt kommen, die Luft ist rein. Rein, aber für wie lange?
Sie haben uns doch extra gesagt, wir sollen im Korb bleiben. Sie haben uns das gesagt, ja, Sie. Nimm's doch wohl nicht an, dass wir tun, was Sie sagen, oder? Es handelt sich um kleine Kinder, die sagen dir alles Mögliche, wenn der Tag lang ist. Er hat recht, Fistel. Sie haben uns auch gesagt, wir hätten wegen des Eieraufschlagens Krieg geführt. Ha, obwohl doch die ganze zivilisierte Welt weiß, warum die Feindseligkeiten begannen. Wegen der äußerst wichtigen und sehr ernsten Frage, nämlich wie man eine Orange aufschneidet. Nach unten. Nein, quer durch. Und nicht schon wieder an ihr zwei. Ich wollte damit doch nur klar machen, dass es sinnlos ist, Vertrauen zu denen zu haben. Ist doch egal, wir kommen allein nicht runter. Du vergisst das lilliputanische Sprichwort, mein Lieber. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Springen! Du willst da reinspringen? Das kann doch unmöglich dein Ernst sein. Oh doch, aber wenn ihr keinen Mut habt... Mut? Was? Ich, Spellbusch Frilok, sollte keinen Mut haben? Wer wagt das zu behaupten? Damen haben natürlich den Vortritt. Danke. Es ist gar nichts dabei, Spellbusch. Du bist der Nächste. Auf die Plätze fertig. Auf die Plätze fertig. Mein Entschluss ist gefasst. Versuch jetzt bitte nicht, mich zurückzuhalten. Ich habe kein Wort gesagt. Nein? Also gut, fangen wir nochmal an. Aber auf die Plätze... Auf die Plätze. Herzlich. Wäsche, Wäsche. Meine Güte, die nimmt ja heute überhaupt kein Ende. Sieh mal. Der Wäschekorb ist weg. Und Brelka ebenfalls. Was zum Kuckuck machst du denn da, Millie? Ich werfe die Wäsche in den Kessel, was denn sonst? Ich schneide dir die Ohren ab, wenn du das tust. Du hast ja die weiße und die bunte Wäsche in einem Korb. Ach du meine Güte. Ich weiß heute wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht, Mrs. Mallaby. Ich mit Sicherheit auch nicht, junge Frau. Hier kümmere dich um die Mangelwäsche. Ich mach das lieber selber. Um ein Haar würde meine weiße Wäsche jetzt chillern wie ein Regenbogen. Was würde ich dann wohl machen? Das weiß ich auch nicht. Das ist typisch für dich, Millie. Ich würde mich nach einer neuen Montagsbeschäftigung umsehen. Das würde ich machen. Die weiße Wäsche wird gekocht. Verstanden? Und die bunte Wäsche kommt in den Waschzuber. So was Dummes. Also einfacher geht es nun wirklich nicht, Millie. Hier ist wieder ein Schwung Wäsche für das Waschbrett fertig. Puh. Wie kommst du voran, Millie? Nicht schlecht. Ich muss mich selber loben. Sehen Sie nur, wie klein der Haufen geworden ist. Oh, alles was recht ist. Du bist vorangekommen. Ganz ordentlich, was? Also pass mal auf, ich lasse das erstmal hier liegen und helfe dir, das da im Korb aufzuhängen. Gut. Also, im Gleichschritt eins und wissen Sie, was zwei. Mir aufgefallen ist, Mrs. Mallaby? Sie haben immer Glück mit dem Wetter. Ah, wie sagt man doch, das Glück ist mit dem Flüchtigen.
geschafft, Lilly. Ja, Mrs. Mallaby, noch einen Kessel Kochwäsche und dann haben wir es für diese Woche hinter uns. Wenn du mit dem Mangeln weitermachst, dann sehe ich mal nach der weißen Wäsche. Du komm schon. Hoppla, was für ein Strauß ist dem Kessel, was? Siehst du, Mitleid, jetzt habe ich dich doch. Die Köchin dachte, ihr könntet Tee vertragen. Oh, da hat sie aber etwas völlig Richtiges gedacht. Ich komme gleich. Ich muss nur noch das Nachthemd eures Großvaters durchdrücken. Master Gerald! Was ist denn nur in dich gefahren, Junge? Was ist denn das? Master Gerald hat die Tassen mit dem Tee fallen lassen. Das verstehe ich nicht. Hast du dir denn die Finger mit Schmierseife eingerieben? Du hast Glück gehabt, dass die Tassen nicht kaputt gegangen sind. Wehe, du hättest sie auf meine Wäsche fallen lassen. Ein Glück, dass es hier in der Waschküche passiert ist. Die Flecken hätte ich oben aus dem Teppich nie wieder rausgekriegt. Nein, diese Kinder. Naja, sowas kann schon mal passieren. Och, jetzt entschuldigt sie das auch noch. Nun, Sarah, willst du mich nicht fragen, wie es mir heute Vormittag ergangen ist? Die Frage kann ich mir sparen. Ich sehe, wie es dir ergangen ist. Du warst erfolglos. Du hast den ganzen Vormittag über nicht eine Streichholzschachtel verkauft. Also ich bin doch nicht den halben Tag durch die Straßen gezogen, um Streichhölzer zu verkaufen. Versuch es doch mal mit Schnürsenkeln. Ach was, Schnürsenkel? Ich bin noch nicht so tief gesunken, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Hausieren verdienen muss. Du bist noch tiefer gesunken. Wenn du wenigstens ein paar Kupfermünzen nach Hause gebracht hättest, dann hätten wir etwas Fleisch kaufen können, um den Geschmack dieser Suppe zu verbessern. Was gibt's denn? Da liegt schon wieder Linsensuppe. Die da in Armut leben, sollen auch essen ihr Armenbrot, wie schon die Bibel sagt. Diese Worte sind mir in der Bibel noch nicht aufgefallen. Du hast doch noch nie in eine Bibel geschaut, Havel. Das ist eben dein Problem. Wenn du mehr Zeit darauf verwendet hättest, dich christlich zu verhalten und weniger Zeit auf die Jagd nach deinen Märchenfiguren, dann würdest du heute ehrlich leben und etwas Geld auf der Bank haben. Was soll das, Sarah? Wir haben Geld auf der Bank. Sicher, aber das ist meins. Und ich habe nichts davon übrig, um es für nutzlosen Luxus auszugeben, so wie Karotten und Schweinebauch. Oh, oh. Ich kann nur hoffen, dass du auch noch so über diesen Luxus denkst, wenn ich ein Vermögen gemacht habe. Dass ich nicht lache. Und wenn ich die Rechnungen bezahle. Wer hätte je ein Vermögen gemacht mit dem Verkauf von Streichhölzern? Fliegst, Schwester, du weißt genau, dass diese Streichhölzer nur meiner Tarnung dienen. Nur eine Sekunde hat mir heute Morgen gefehlt. Und ich hätte diese Wesen geschnappt. Dann könnten wir jetzt im Café Royal dinieren. Gänseleber und Fasanenbrust. Stattdessen essen wir jetzt Linsensuppe. Sprich das Gebet. Wir danken dir für diese Gaben, die wir von dir, o Herr, empfangen haben. Darauf sag ich Amen. Oh. Was gibt's zum Nachtisch? Du hast dich von deinem Abenteuer aber schnell erholt. Ich glaube, all diese Aufregungen haben mir Appetit gemacht. Du verdienst nichts zum Nachtisch, Bölker. Keiner von euch dreien. Ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt. Und ihr tut in Zukunft nur das, was man euch gesagt hat. Bist du fertig? Was gibt's denn nun zum Nachtisch? Frisches Obst gibt es. Also, ich nehme doch an, dass du zu Ehren meines Ururgroßvaters und des heroischen Kampfes im Mandarinenfeld diese Orange richtig aufschneiden wirst. Nämlich quer. Das werde ich nicht. Ich vertraue darauf, dass du zu Ehren meines Ururgroßvaters und des glorreichen Kampfes am Jaffaberg die Orange von oben nach unten aufschneiden wirst. Warum schälst du sie nicht, um dem Streit aus dem Wege zu gehen und servierst sie in Scheiben? Meinetwegen. Damit gehen wir nur dem Problem aus dem Weg. Was stört dich denn daran? Das ist doch genau deine Methode, Probleme aus dem Weg zu gehen. Dass ich nicht kichere, es geht hier ums Recht, es geht hier um Orangen. Und Orangen werden quer durchgeschnitten, das ist geschickt. Ach, Herr Liesbeth, du bist beleidigt.